Um diese Ungleichung zu lösen, multiplizieren wir zuerst beide Seiten der Ungleichheit mit dem gemeinsamen Nenner, das heißt mit 6. Und da diese 6 streng positiv ist, können wir bei der Multiplikation das Symbol der Ungleichheit so lassen, wie es ist. 6 mal diesen Bruch, das ergibt 6 geteilt durch 2 macht 3. Diese 3 wird mit dieser 3 multipliziert, das macht 9. Und diese 9 wird dann noch auf diese Klammer verteilt. So erhalten wir also 9x minus 27. Also so. Dieser Bruch mal 6, 6 geteilt durch 3 macht 2 und 2 mal x macht 2x. Das Minus haben wir abgeschrieben. Dieser Bruch mal 6, die 6 kürzt sich mit der 3 weg, dann bleibt oben 2 und diese 2 wird auf diese Klammer verteilt. So haben wir hier 4x minus 2. Steht da. Dieser Bruch mal 6, die 6 kürzt sich mit der 2 weg, dann bleibt oben 3. 3 mal x ergibt 3x und dann wird minus 2 auch noch mit 6 multipliziert und das ergibt minus 12. Jetzt setzen wir alle x-Termen links vom Ungleichheitszeichen und die anderen nach rechts. Links haben wir also 9x minus 2x minus 4x minus 3x, aber das macht genau 0 mal x. Und rechts haben wir minus 2 minus 12 plus 27, das heißt 13. Unsere Ungleichung ist also zu dieser geworden. Und wir suchen alle möglichen Werte für x, sodass x mal 0 streng größer ist als 13. Aber egal welche reelle Zahl mal 0, das ergibt immer 0. Und 0 ist niemals streng größer als 13. 0 ist streng kleiner als 13. Also gibt es gar keine Lösungen. Das heißt, wenn wir die Lösungsmenge zeichnen wollen, dann müssen wir alle reelle Zahlen in Rot zeichnen, denn es gibt keine reelle Zahl, die diese Ungleichung hier erfüllt. Und somit ist die Lösungsmenge also leer. Was also bedeutet, diese Ungleichung hat gar keine Lösung und man sagt, sie sei unmöglich. Und diese Übung ist schon beendet.